Hallihallo und guten Abend. Da sind wir ja mal wieder. Ja, da sind wir mal wieder in meiner Küche, in CPRs Küchenstudio. Herzlich willkommen. Wir haben uns ja eine ganze Zeit nicht mehr gesehen. Aber heute ist der Tag, wo wir uns sehen. Und wisst ihr, was ich heute vorbereite? Ich stelle mal meinen Kaffee weg. Heute bin ich nämlich beim Kaffee trinken. Ich will heute Ulvaner Neujahrskuchen backen, also Altenwerder Neujahrskuchen. Das Rezept habe ich von meiner Tante Lene gekriegt, die nun schon viele Jahre tot ist. Sie hat in Altenwerder gearbeitet und sie ist ja auch immer zum Markt nach Finkwarder gefahren und hat da ihre Waren verkauft, ja, Obst und Gemüse, nicht? Ich glaube, aber mehr Gemüse. Ja, wenn es schon eine Tiete anfing in Ulvaner, in Altenwerder, wenn ich da als Kind war, ja, wirklich schön. Und da hat sie mir doch irgendwann mal das Rezept für die Neujahrskuchen gegeben, denn die gab es bei uns zu Hause nicht. Ja, und nun will ich euch mal zeigen, was da so reinkommt. Erstmal muss ich euch noch mal zeigen, hier, guckt mal, meine neue Schürze, damit ich mich nicht so einsaue, von Maren aus Berlin, ja. Hat Maren mir genäht, ja, passt genau. Und heute kommt zum ersten Mal ein Einsatz. Der Teigschaber von Sabine aus Niebüll. Extra für mein Küchenstudio gemacht, gekauft, geschenkt. Ja, ich freue mich so sehr. Ja, das waren jetzt die Neuigkeiten. Jetzt stelle ich euch vor, was ich dazu brauche. Also, wir nehmen Margarine. Wir nehmen Zucker, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Margarine. Wir nehmen und brauchen 5 ganze Eier, 500 Gramm Mehl und gut 125 Gramm Kartoffelmehl oder Speisestärke. Tante Lene hat Kartoffelmehl genommen. Ich habe es auch schon mit beiden gemacht. Ja, und ganz zum Schluss kommt ein bis anderthalb Tüten, vielleicht auch zwei Tüten, das weiß ich noch nicht genau, an ganze Anis dazu. Ja, und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich fange mal an hier mit der Margarine. So, die ist schon mal drin. Die Maschine. So, und jetzt schon mal anfangen. Klack. Ja. Was ist das? Liebe Leute, wir hatten, ich muss noch mal aufstehen, wir hatten Kontaktschwierigkeiten, wie das so im Leben ist. Aber es hat sich alles wieder eingerenkt. Die Schüssel war nicht eingerastet. Und wir dachten schon, die teure Maschine ist mir ja noch nicht gesponsert worden von der Firma mit B vorne, mit B. Die hätte mir das ja auch sponsern können, diese Maschine. Also es funktioniert wieder. Jetzt lasse ich hier die Margarine schaumig kaufen und jetzt kommt schon der Zucker dazu. Und die ganzen Eier. Und da wollen wir mal gucken, wie es so weitergeht. So, die Maschine läuft. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. Erstmal ganz vorsichtig. So. Und das Kartoffelmehl oder Speisestärke. Ich glaube, das ist heute gemischt, aber das macht ja nicht. Das kann ich schon mal alles reingeben. Ja, und falls das Ganze nachher zu hart wird oder zu fest, dann kann man das Ganze noch, da kann man dazu noch etwas Wasser geben, um das geschmeidiger zu machen. Ja, das kann man nicht. Wasser mit Wasser kochen kann ja auch jeder. So. Sieht doch schon gut aus, ne? Auch mal hier fischen. Oh nein, wie sieht das hier wieder aus? Was für ein Eindruck ihr von mir habt. Ja, ich bin ja keine Schlampe, ne? So.
Nein, das will ich nicht. So, ich muss mal eben die Schere holen. Upsala. So, jetzt kann ich schon den Anis dazu geben, den ganzen Anis. So. Leise rieselt der Anis. Ja, leise rieselt der Schnee immer wieder. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Noch ein bisschen. Mal gucken, ob das dann reicht. Falls ich noch Wasser brauche. Nee, das ist noch ein bisschen. Davon. So, jetzt will ich aber die Probe auf Exempel machen. Mir hat mal neulich jemand gesagt, ich darf das nicht mit dem Finger machen. Mal probieren oder mit meinem Löffel da reingehen. Beate in der Sendung zu Tisch bei. Da machen die das alle, die Bauersfrauen und die Bauersmänner. Na gut. Ich lasse noch ein bisschen. Ein kleinen Schuss Wasser noch dazu. Ja, und dann zeige ich euch gleich, wie das weitergeht mit dem Backen. So, der Teig ist fertig und ich kann jetzt anfangen mit der Backerei. Ich habe hier so ein schönes Waffeleisen und da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Eigentlich muss das wohl nicht sein, weil es ja aus Teflon ist. Nicht? Teflon ist ja auch so eine Erfindung. Nicht? Früher gab es ja kein Teflon. Meine Mutti hatte noch so ein richtig gusseisernes Waffeleisen. Das habe ich aber auch noch. Ja, aber das ist im Keller. Das ist so schwer. Ich streiche das auch noch ein bisschen mit Öl ein. Nicht? Das kann man ja mal machen. So. Und jetzt kommt hier, das ist der Teig. So, ich stelle den jetzt mal da rein. Und jetzt kommt hier, wir sehen so viel, vielleicht noch ein bisschen mehr. Das muss man mal ausprobieren, wie viel Teig da reinkommt. Und dann Deckel zu. Und dann stelle ich das mal auf. Voll und dann warte ich mal, was passiert. Ein bisschen schmierig, ne? Dann nehme ich mal eben Karins. Karin, das ist von dir, ich weiß. Das ist ja kein Putzlappen, aber ich mache das jetzt mal eben. Ich habe nichts anderes. So, guck mal. So. Da ist der erste fertige Neujahrskuchen. Jetzt nehme ich den mal hier vorsichtig raus. Er zerbricht, aber das macht gar nichts. Wird hinterher sowieso zerbrochen. So. Ja, jetzt nehme ich nochmal wieder ein bisschen Öl. Das kann auch noch mit raus. Ach, das lasse ich drin. So. Kleines bisschen Öl wieder. Verteilen. Mein Löffel, ach, der ist im Teig. Ja. Ja, so ist das. Noch ein kleines bisschen. Ja, so geht das nun weiter. Dann gucken wir mal, wie viele Waffeln wir da rausbekommen. So, nun habe ich ja schon ganz viele 6 oder 7 Neujahrskuchen. Ja, das sind Neujahrskuchen, die habe ich jetzt schon gebacken. Jetzt nehme ich hier mit dem Teigschaber. Ja, alles schön nochmal zusammen. Ich glaube, das wären nochmal 2 Portionen. Und gibt da noch mal was rein, ja. So. Klappe zu.
Das geht am Ende immer schneller. Die werden immer schneller gar. Und ja, dann gucken wir uns gleich das Gesamtergebnis an. So, mal sehen, ob ich ihn ganz rausbekomme. Ja, zerbrochen. Aber macht ja nichts. Ich kann ja noch einen backen. So. Schabe, Schabe, Schabe. Ja, Schaben haben wir nicht in der Küche, nicht? Das müsste ich doch mal betonen. Ah, ich fürchte, das wird ganz dicker. So. So, die nehme ich jetzt auseinander. Dann werden sie ein bisschen kühler. Am besten schmecken sie sowieso, wenn sie kalt geworden sind. Und noch so leichte Weichigkeit haben. Man kann sie aber auch noch gut essen, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Die können gut liegen bleiben und werden dann zwar härter, aber man kann ja dann einstippen, nicht? Man nimmt eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und stippt dann einfach mal so ein. Ja, ich mache das jetzt nicht, denn jetzt will ich keinen Kaffee mehr trinken. So, der letzte ist jetzt fertig. Oh ja, der ist ja schon fast hier aus dem Waffeleisen gekommen. Mal sehen, ob ich den heute jetzt noch mal ganz rauskriege für euch. Mal gucken. Ich fürchte. Ah, guckt mal hier. Es hat geklappt. Den lege ich da jetzt rauf. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, meine lieben Fans, meine lieben Freunde, lang zu, ja, guten Appetit und Prost, Neujahr!